Bounty und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transport Fever. Oh, leck. Mercedes-Benz Citaro. Ja, ein neues Fahrzeug und Freunde. Haha. Miep, miep. Heute ist, ich kann nicht mehr steuern. What the fuck? Alter, wie habe ich denn... Ach, mit Mausra war das. Genau. Freunde, ich habe bei Steam Workshop was geholt. Und zwar neue Züge, neue Fahrzeuge. Und da, wo ich wohne, fahre ich jeden Tag zur Arbeit mit dem Zug. Und bei uns in der Schweiz fahren... Und die gibt's bei Transport Fever. Leckt mich am Arsch, wie geil ist das denn? Diese Züge fahren bei uns. Die gibt's aber, die neueren sind eher so mit roten oder weißen Türen. Aber Pennerzug, ne? Also Pendelzug. Aber ich nenne die Pennerzug. So, was aber Neues. Alter, ich bin so happy, ey, dass das endlich funktioniert. Ich hab's herausgefunden. Und wir machen Kohle. Wir machen Kohle und auf jeder Linie machen wir momentan Plus. Keine Ahnung wieso. Es läuft, Alter, es läuft. Und ich habe auch kroatische Züge mit reingenommen. Ich habe so ein bisschen alles mit reingenommen. Auch bei Wagen haben wir jetzt noch ein paar. Lass mich kurz gucken. Güte. Güte. Okay, da habe ich jetzt noch nicht so viel. Die hier habe ich. Offene Güterwagen. Kohle, bla bla. Elektrisch. Diesel. Zum Beispiel diese hier. France and Germany. Okay. Geil. Haha. Freunde. Okay. Und die Leute wollen transportiert werden. Vor allem in Reno. Alter Schwede. Ja, was wir heute machen werden ist... Oh Mann, ich habe keine neuen Schiffe geholt. Ich bin so ein Dämmlack. Aber... Da ja diese Luftkissenboote uns viel Kohle bringen, fast am meisten, wir haben hier drei, werden wir eine neue Route machen. Wir werden nicht die gleiche Route nehmen. Sondern, ist das blöde, wenn die umsteigen müssen? Oder wir nehmen einfach noch mehr Fahrzeuge dazu, mehr Schiffe und setzen einfach noch zwei Depots und verbinden die alle miteinander. Das könnten wir tun und Alter, ich komme immer noch nicht klar mit der Kamerasteuerung. Das ist so übel. Weil die Skylines ist genau andersrum. Ist wie die Kamera invertiert. Invertiert. Virginia Beach. Okay, lass uns anfangen mit einem Hafen. Und zwar... Lass uns den gleich da bei dieser wunderschönen Straße platzieren. Und zwar so. Da hätten wir auch noch einen Fluss nach hinten. Wir nehmen die Straße hier, verbinden das Ganze, dann werden wir in Virginia Beach, werden wir dann auch noch einen Citybus haben und dann nach Santa Clara eine Zugverbindung und dann weiter in den Nebel rein da. So, also wir brauchen nur die Hafen, weil ein Depot haben wir ja schon. Okay, lass mich nochmal einen Hafen platzieren in Bridgeport. Richtig? Richtig. Und wir könnten eigentlich mal eine Brücke rüberbauen. Wenn das hier schon so schön gemacht ist, kann ich hier... nope. Bulldozer. Haben wir die Straße weg. Und ich hoffe,
dass wir jetzt da kein Gebäude kaputt machen. Ah, eines, da so ein kleines, komm. Da scheiße ich doch mal drauf. Und jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir gleich noch eins weiter? Und Alter, wie heißt das Ding? Carrollton. 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 Hamilton Carrollton. Okay. Ja, wieso eigentlich nicht? Mal gucken, ob das gut kommt. Ob wir dann mehr Plus machen oder wieder Minus. Pam. Okidoki. Was haben wir denn hier hinten noch? Was denn das? Oakland. Okay. Okay. Hier. Also das heißt, man kann jetzt mit einem Schiff von Berkeley nach Moreno Valley, Virginia Beach, Bridgeport und Carrollton. Oh, Baby. So. Linie. Ja, sehr gerne. Haltestelle hinzufügen. Beziehungsweise Moreno Valley entfernen wir mal und fügen das wieder so hinzu. 1, 2, 3, 4. Die sind ja schnell, die Schiffe. 5. Und dann wieder zurück. Macht er das automatisch? Ich hoffe. Ich hoffe. Aber warum? Irgendwas ist falsch, oder? Oder meine ich das? Meine ich das nur? Müssen wir da die Brücken wieder höher machen? Zum Beispiel diese hier. Kommt da überhaupt ein Schiff unten durch? Ich denke nicht. Lass mich mal kurz das Spiel anhalten. Oh. Na, scheiß drauf. So. Und wir brauchen eine. Eine höhere Brücke. Gelb ist ja so lala, oder? Oder wo sehe ich jetzt, ob da diese Schiffe durchkommen? Weil ich sehe nämlich keine Route. Wisst ihr was? Wir lassen es mal schnell laufen und gucken mal, ob die Schiffe gleich da durch fahren werden. Und wir kaufen uns, wir haben drei. Dann lass uns doch noch mal. Ist eine Megastrecke da nach hinten. Lass uns noch mal drei kaufen. Einfach vorerst. Linie zuweisen. Weg zur Haltestelle nicht gefunden werden. Ja, ich weiß, Kollege. Es liegt an der Brücke hier wahrscheinlich noch, ne? So, Freunde. Dann hauen wir die nämlich auch mal weg. Und ziehen da eine neue Brücke. Und zwar kann ich das gerade machen, so plus minus. Ja. Geht das? Was denn? Yeah. Ein neuer Güterwagen.
Den ich auch von Steam Workshop habe. Sind jetzt nicht die wunderschönsten Brücken, aber ich hoffe. Hast du irgendein Problem? Der steht da, ne? Oh, okay. Wisst ihr was? Ich bin so gemein. Wir machen das später mit der Brücke. Die müssen jetzt erstmal mit dem Schiff darüber. Und hier sind ja nur diese beiden Fabriken angeschlossen. Deswegen würde ich mal auch... Kann ich eine Fabrik löschen? Nee, ne? Hauen wir das auch erstmal weg. Und da nach hinten müssen wir nicht. Außer Oakland wird noch ein bisschen größer, aber... Das wär's mal für den Moment. Und die Schiffe können passieren. Nice. Jetzt waren natürlich alle da. Meine Fresse, ist das eine lange Route. Wir gucken mal, wie viele Leute das da warten mit der Zeit. Und dann werden wir da noch mehr hinzufügen. Okay, das ist am Laufen. Oh, 107. Meine Fresse. 42 Millionen. Wir machen 9 Millionen gesamt pro Jahr. Willst du mich verarschen? Wieso machen wir so viel Plus? Wieso? Und wieso sind jetzt alle Linien auf einmal grün? Mann, ist das geil. Okay. Okidoki. Und hier ist echt so ein bisschen... Na, 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 na. Bisschen schäbig. Und hier, ach du meine Güte. 91. Wo ist das Food für in die Stadt? Freunde, ich habe eine Idee. Wie wäre es denn mit einem Food-Zug? Also nicht Food, sondern ne, Nahrungsmittel, Schweizer Fußkäse, Fondue nach Richmond mit dem Truck. Ganz okay. Wie wäre es denn, wenn wir zu Reno... Machen wir... Warte mal, wo ist denn das Industriegebiet? So, jetzt läuft mein Gehirn. Oh, perfekt. Neuer Zug. Oh, und der neue Bus. Streetcar. Ach, wie geil. So, wir bauen hier einen Güterbahnhof hin. Und werden einen Foodzug haben. Ah, ein Nahrungsmittelzug, der Nahrungsmittel nach Reno bringt. Dann vielleicht hier irgendwie in dieses Netz reingeht. Vielleicht in den Tunnel rein. Und dann hier bei der Passagierstation das Ganze abliefert. Und dann müssen wir halt hier nochmal einen zweiten Dingens machen. Und dann bringen wir Nahrung bis Moreno Valley. Denn da ist bis jetzt die Endstation. Okay, okay. So, als erstes. Meine Fresse. Das geht jetzt auch hoch, ne? Krass. Haben wir da keine LKWs mehr? Doch, wir haben LKWs, die da in die Stadt fahren. Aber für weitere Distanzen nehmen wir doch so einen neuen Zug aus dem Workshop. Ha! Bahnhof. Güter. Güte. Und zwar ein Umschlagplatz. Und zwar... Hier würde er... Naja, diese Industrie ist halt nicht dann mit einbezogen. Aber... 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 Der größte Teil der Industrie wäre abgedeckt. Anzahl Gleise. Machen wir zwei. Einfach immer zwei. Ich mache nie einen.
2 mindestens, einfach für die Zukunft. Standard, nee, Höchstgeschwindigkeit, Oberleitungszeit, Straßenanbindung, das geht da in den Berg rein. Ich denke mal eher nicht. Pam! 58 Millionen, ich werde bekloppt, Kollege. So, diesmal natürlich die Höchstgeschwindigkeit. Gedönsel, aber bevor wir das erledigen, ja, ich weiß, Flugzeuge, die werden doch kommen. Freunde, haltet die Füße still. Das kommt alles noch. So, was ist denn, wenn ich jetzt... quasi, wo wäre hier der beste Platz? So mega an dem Hügel, ey. Ach du Scheiße. Oh, meine Fresse. Egal. Wie das hier aussieht. Nein, in diese Richtung müssen wir ja nicht. Außer wir holen gleich noch das Getreide von da. Ich denke mal eher nicht. Was denn schon wieder, ey? Kiwi Rail! Nice! Okay, wir brauchen eine Straße. Und bitte sag mir. Bitte, bitte sag mir. Bitte. Ja! Connected! Nice! Okidoki! Und Freunde, wie immer werde ich jetzt mal kurz offscreen gehen. Die ganze Zuglinie ziehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Freunde, ich habe connected. Und zwar wird der Zug hier durch den Tunnel fahren. Hier nochmal durch den Tunnel. Dann direkt in den Güterbahnhof. Dann in den Tunnel rein. Hier connected sich die ganze Schiene mit dem Tunnel. Eine Ampel. Weil der Zug, der von da kommt, der muss hier warten, wenn in dem Haupttunnel ein Zug kommt. Ist ja logisch, weil sonst gibt es einen Crash. Holy moly, ey, 140. Ich werde bekloppt. Und guckt euch das mal an. Wir können mal so ein bisschen... Wie viel Schulden? 50 Millionen Darlehen habe ich. Dann hauen wir das doch mal raus, oder? Würde ich mal behaupten. Denn wir haben ja mehr als genug. Wir können uns jederzeit wieder was holen. Wunderbar, wir haben null Schulden mehr bei der Bank. Und wir nehmen trotzdem noch was ein. So, Güterzüge. Und zwar, was nehmen wir denn? Kiwi? Kiwi Rail? Wieso eigentlich nicht? Was ist das für eine? Baujahr 2009. Höchstgeschwindigkeit. Ist halt nicht so schnell. Gewicht. Leistung, Zugkraft. Ja. New Zealand. War ja wohl klar. Kiwi und Neuseeland. Lokomotive. Was haben wir denn hier noch? Eine deutsche. Aber wir spielen auf einer amerikanischen Map. Ist ja eigentlich Wurst. Ist ja eigentlich total Wurstlemont. Was bist du? 105 Kilometer pro Stunde. Und alle, die sehen halt so geil aus, aber die sind alle so langsam. Was, schon wieder mit Map? Was denn? Oh, Stadler. Wie geil. Oder irgendwie sowas. Bin jetzt echt so ein bisschen... Wisst ihr was? Ist doch egal, wir können sie ja wieder ändern. Wir nehmen Kiwi Rail, ja? So, die kostet uns 0. Lebensdauer. Betriebskosten 0. Aber das ist ja schon fast schon so ein bisschen Cheaten, oder? Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob wir die nutzen wollen.
Derzeit nehme ich aber lieber. Das ist auch Betriebskosten 0. I don't know. Ach komm, wir nehmen Kiwi Rail, ey, ganz ehrlich. Einen davon. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Wagen. Und zwar Güterwagen. Für Nahrung. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Wie viel kannst du? Kapazität 7, das ist der größte bis jetzt, ne? 18, Gütertyp, Lebensmittel. Und wir nehmen 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, Wagen haben ja gar keine Betriebskosten 0. Ja, guck. Wagen haben, glaube ich, alle 0. Aber die Züge, die haben. Oder etwa nicht. Wo sehe ich denn hier? Das ist doch Betriebskosten. Wieso haben die alle keine Betriebskosten mehr? Nehmen wir deswegen so viel ein? Nee, bitte sagen wir nicht, ich habe einen Mod hinzugefügt, dass wir keine Betriebskosten mehr haben. Ah, und die ganzen Züge kosten uns nichts. Wir spielen quasi Sandbox. Das ist ein bisschen scheiße. So, in der nächsten Folge. Ich guck mal, dass ich das in der nächsten Folge gefixt habe. Neue Linie. Und zwar. From this one to that. Und dann. Gut haben wir da ein Signal hingebaut. Alter, wie geil sieht das denn aus? Bitte schön. Sneaky Screenshot. Oh, Moment. Das vielleicht noch aus. Sneaky Screenshot. So. Warte auf freier Weg. Ist einfach zu weit weg, ne? Ach so. Ich sehe das Problem. Ich sehe es. Folgendes. Geil auch, wie diese Dinge hier sich drehen. Hier haben wir eine Kreuzgedöns. Hier müssten wir noch so eins hinsetzen. Und zwar da eins und da eine Schiene. Und dann natürlich wieder für die hereinkommenden Züge. Dann kann er nämlich schon mal bis dahin fahren, oder? Nee, der nimmt diese Linie. Ist ja eigentlich Wurst, welche das er nimmt. Oh Mann, wie sexy. Haha, Autosave. Geil. Könnten wir ja eigentlich eine Güterlinie auch zu diesem Bahnhof hinbauen, beziehungsweise hier einen Stopp machen, dass wir nicht nur in Reno was abliefern, sondern auch hier. Das ist aber meine Frage. Du brauchst eine bessere Farbe, blau. Dann das Fahrzeug auch blau. So.
Der kommt jetzt langsam. Gut, da wird er natürlich keine Probleme haben mit anderen Zügen, aber. Wieso machen wir überall Plus, ey? Unglaublich. Da ist doch was nicht in Ordnung, oder? Oder will ich das jetzt einfach nicht für wahr haben? Ich meine, wie hat der Zug hier geschwankt? Der macht jetzt auf einmal 4 Millionen Umsatz. Glaube ich dir nicht. Glaube ich dir nicht. Ach geil. Oh, guck mal, jetzt sind die blau. Eigentlich voll hässlich, oder? Ja, besser, oder? Auf jeden Fall. So. Der bringt jetzt Food hin und zurück. Vielleicht müssen wir da auch noch einen zweiten Zug irgendwo mal hinbauen. Oder hinsetzen. So, was macht denn unser Schiff? Ist es scheiße? Ganz ehrlich. Moreno Valley. Na, was war das? Nach Carlton. Carlton. Nein, ich will löschen. Meine Fresse. Nach Carlton. Et voilà. Wunderschön. In der Schiffswerk ist noch so ein Schiff. Ach komm. Kannst auch mal auf die Linie fahren. Okay, haben wir denn hier schon wartende Leute? Noch nicht, ne? Dann setzen wir doch da mal noch eine Buslinie hin, oder? Was meint ihr? Solange wir noch Kohle haben, müssen wir es nutzen. Krümmung zu groß. So siehst du aus. Ich glaube, das ist genau das Industriegebiet. Ach, da wartet ja schon jemand. Okay, weißt du was? Da warten wir noch mit der Busverbindung. Mit der Buslinie. Bridgeport warten zwei. Aha, Finanzen. Ja, guck mal. Betriebskosten sind weg. Kollege. Ist ein bisschen schäbig jetzt. Ich würde das ganz gerne eigentlich mit. Alter, 170 Leute, ich hab bekloppt. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Ich dachte schon, wir nehmen Kohle ein, weil wir es richtig machen, aber wir machen es überhaupt nicht richtig. 40 Passagiere. So, Freunde. Das war's leider schon für diese Folge. Wie viele Güter hast du an Bord? 11 von 18 Lebensmittel. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und da sollte ja jetzt die Produktion höher gehen. Was haben wir denn eigentlich noch für LKWs, die gucken wir uns noch an und dann ist aber finito. Passagiere. Haben wir jetzt nur noch den? Güter. Oh, meine Fresse. Livestock. Okay, Vieh. Was haben wir hier? Oh, Getreide. Wir können die hier ersetzen durch diese hier. Und dann Getreide nach da bringen. 97 jetzt. Ah, ich denke, wir müssen da mit zwei Zügen arbeiten.
Beziehungsweise wir können ja noch Einzug nach Jackson bringen. Und ja. Also wir fahren mit den Lebensmitteln nach Jackson, liefern die ab. Holen hier noch zwischendrin Getreide und fahren das hier hin. Nehmen hier wieder Nahrung, fahren es hier hin. Holen hier Getreide, holen hier Nahrung, bringen es hier hin. Und so fährt er dann hin und her. Und von da dann wieder hier hin. Nee, das geht nicht mehr auf. Aber, ne? Oh Mann, und die Leute hier. Also, wir würden Plus machen. Denke ich mir mal. Ich denke, wir würden Plus machen. Sowieso. Aber nicht so viel wie jetzt. Und deswegen möchte ich das ganz gerne beenden. Und jetzt ist die Frage an euch. Wollen wir so weitermachen? Weil ich möchte es eigentlich nicht. Aber es ist eigentlich auch interessant von euch zu hören, was eure Sicht ist. Also, ja, schreibt es mal in die Kommentare und ich gucke mal, ob ich das Problem beheben kann. Ja, lasst mir ein hammergeiles Feedback meine Fresse. In den Kommentaren da. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.